Es gibt ein neues Projekt, ein Langhantelprojekt. Was verbirgt und was versteckt sich dahinter? Ja, wir wollen die Langhantel nicht nur im Leistungssport einsetzen, sondern natürlich jetzt auch im ambitionierten Breitensport oder im Breitensport. Das heißt, wir wollen Experten ausbilden, die dann ihren Kunden das Langhanteltraining zeigen und beibringen können, die dann später möglicherweise das Ganze auch bei der Krankenkasse abrechnen können. Das heißt im Grunde genommen Krafttraining mit Langhanteln als Präventionskurs? Ja, genau, in der Form stellen wir uns das vor. Das heißt, der Einsteiger, der spätere Kunde braucht kein Einstiegsniveau. Er kann schon mit der Hantel heben können, aber er kann auch ein totaler Anfänger sein. Und er bekommt einen 6-Wochen-Kurs, zweimal pro Woche, 12 Einheiten insgesamt von dem von uns ausgebildeten Experten, sodass er nach den 6 Wochen mit der Langhantel arbeiten kann. Und jetzt gibt es eine Kooperation mit Kornamix. Wie sieht diese Kooperation aus? Wie wird die gelebt? Ja, Kornamix ist natürlich, was diese zentrale Prüfstelle für Prävention anbelangt, natürlich ganz weit vorne. Die sind dort schon gelistet mit einigen anderen Kursen und wir haben uns inhaltlich mit eingebracht, haben eine Kooperation auf den Weg gebracht. Das heißt, wir kommen mit dem Langhandel-Know-how, Kornamix kommt mit der Orga-Struktur und so waren wir relativ schnell dabei, uns auch zertifizieren zu lassen. Das heißt, wir haben jetzt endlich bundesweit sind wir mit die einzigen, die das Ganze anbieten können und das macht uns sehr stolz.